So sieht's aus, Sascha. Wer denkt denn bei der Wärme nicht ans Planschen im Wasser? Unser Zuschauer Hans-Dieter Brauer. Er hat's geschickt. Er schrieb dazu, es kann losgehen. Herr Brauer, ich sehe es genauso wie Sie. Wer kann ab rein? Von morgens 9 bis abends 19 Uhr können sich alle hier Abkühlung verschaffen. Es sei aber noch erwähnt, je nach Ansturm geht es eben auch länger als 19 Uhr. Andere Wassertempel, die haben natürlich auch geöffnet. Ein paar derer mit Temperaturen, die sehen wir hier. Sehr schön eben auch der Bergwitzsee, ehemals Tagebau. Heute ein sehr schöner künstlicher See mit wirklich guter Wasserqualität. Auch alle anderen und viele mehr natürlich. Die werden die nächsten Tage sicher von vielen Wasserratten gestürmt werden. Heute Nacht übrigens nur wenig Unterschied zum Wasser, die Lufttemperatur. Und wir sehen, es ist auch wieder klar und trocken und auch morgen wieder von früh bis spät ungestörter Sonnenschein. Dazu noch wärmer als heute im Burgenlandkreis, bis zu 32 Grad möglich. Freitag 36, Sonnabend 39, das ist rekordverdächtig, dabei leicht schwül. Sonntag steigt deswegen eben auch die Gewitterneigung. Endlich haben wir ihn, liebe Zuschauer, den Sommer. Neben Eisschlecken können wir nun auch wieder baden gehen. Und damit einen schönen guten Abend von mir aus dem Studio zum Sommerwetterbericht für Sachsen. Ja, wer baden gehen will, der möchte natürlich auch wissen, wie es mit der Wassertemperatur aussieht. Ein paar, die zur Auswahl stehen, die sehen wir hier. 20 Grad haben wir im Kospudener See, Walzi Bihain, Oberlausitz und im Filzteich Schneeberg. Wieder in der Lausitz der Silbersee mit 19 Grad und 18 Grad. Im idyllischen Baude- und Naturbad Hüttenteich in Geising. Diese, wie aber auch alle anderen, die werden sicherlich in den kommenden Tagen von vielen Wasserratten gestürmt werden. Heute Nacht übrigens nur wenig Unterschied zum Wasser, die Lufttemperatur, dazu klar und trocken und eben auch morgen wieder von früh bis spät ungestörter Sonnenschein, dazu noch wärmer als heute. In der Dübener Heide sind es bis zu 32 Grad und selbst auf dem Fichtelberg werden es 22 sein. Freitag ähnlich, im Rest dann zwischen 28 und 34 Grad. Sonnabend zwischen 30 und 37, dabei leicht schwül. Sonntag bis 38 Grad, dabei steigt dann zum Abend hin die Gewitterneigung. Dennoch genießen Sie jetzt den sonnigen Abend. Gern bis morgen. Tschüss.